So. Eine ganz schöne trübe Suppe hast du da beieinander. Und aus dem soll er mehr wählen werden, oder was? Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Schauen wir mal. Wir haben ja den Verlauf jetzt halt ein wenig uns erklärt oder schon mal durchgesprochen. Soll ich jetzt am besten gleich nochmal die Temperatur messen? Jetzt? Ja, ist ja genau. Was hast du gesagt? Wie viel soll es haben? So um die 14 Grad wäre ideal. Also ich habe jetzt hier 14,1 Grad. 14,1, das können wir doch tolerieren. Jetzt haben wir also den Traubensaft von der Lese bis jetzt halt bei ca. ja, 6 Grad runtergekühlt. Wir hatten ja 20,1 und jetzt sind wir bei 14,1, also genau um 6 Grad runtergekühlt. Das ist eigentlich jetzt halt ideal, weil nämlich je kühler die Temperatur, umso weniger sind Bakterien und Keime und Pilze eben aktiv. Jetzt haben wir den einmal runtergeholt, jetzt haben wir noch ein wenig Zeit, bis wir den eben filtrieren und unseren Hefeansatz machen. Genau. Aber wir wollen natürlich jetzt erst einmal wissen, was haben wir denn für gute Sache geerntet. Genau. Ob sie wirklich gut ist oder nicht. Genau, oder was für eine Kategorie es dann wird, ob es ein Kabinett, eine Spinne genau. ist oder was auch immer. Ja, wird. Da sind wir doch einmal jetzt gespannt. Ne? Und was kontrollierst du jetzt? Du hast mir gesagt, drei Sachen werden jetzt kontrolliert. Der pH-Wert. Der pH-Wert, der genau. Säurewert und die Öxlegrade. Genau. Auf dem auch ein bisschen näher eingehen. Oder so du ist uns ein bisschen ja. mehr noch erzählst. Okay, jetzt holen wir mal eine Probe. Wir hoffen, dass sich das ein bisschen schon abgesetzt hat und wir jetzt vorsichtig oben jetzt einfach ein bisschen Traubensaft abschöpfen. Also man sieht schon, er wird schon heller. Ich lasse das jetzt durch so ein Kaffeesieb durch, damit ich eben die ganzen Beerenkernchen und Beerenhäutchen, die eventuell jetzt oben auf der Flüssigkeit schwimmen, eben raushol. Wir brauchen jetzt ungefähr, ich glaube, einen Liter ist das, ne? Der Messbecher fast einen Liter, ist ne? 500. Ach, 500, 500 nur, ne? Ja, dann reicht das ja schon. Es wird ja nicht weggeschüttet, ne? Nein, nein, das kann man. Entweder trinken wir es oder. Den können wir ja dann trinken auch theoretisch, oder? Ja, ja. Das ist auch ohne weiteres. Ja, jetzt hat etwas ein trüberer Fruchtsaft. So, jetzt gehst du mal her mit deinem Messzylinder, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt füllen wir das einmal voll. So, das reicht uns. Einmal diese Geschichte, das ist jetzt halt die Mostwaag, die okay. Öxle-Messeinheit. Jetzt schaust du mal, was für gerade Öxle, das ist ja immer das Spannendste eigentlich, ne? Wo sind wir gelandet? Einfach reintauchen und schwimmen lassen und dann schauen und wir mal. Schon. Und das reicht schon. Du darfst jetzt halt nicht an der Wandung anliegen, ne? Also sprich, du schaust, dass du deinen Messzylinder mal ziemlich gerade hältst, dass das schön sauber in der Flüssigkeit ist und dann liest du mal ungefähr ab, was für Gradöchsle das wir haben könnten. Boah, da sind wir schon. Ja. So? So, wir sind jetzt knapp auf die 90. Knapp 90? Na, 89 würde ich sagen. 89, das ist schon mal sehr gut. 89. Also damit bin ich sehr zufrieden, weil nämlich dieser Riesling soll eigentlich meine Exotiklinie werden, also im Kabinettbereich. Also jetzt ist er im sehr gehobenen Kabinettbereich. Also das ist ja auch gerade die Grenze von Kabinett zu Spätlese. Wie viel, wo liegt die Grenze? Also bei vielen Sorten liegt sie bei 90 Grad Öxle, beim Riesling wäre sie bei 88 Grad Öxle. Ja, also 88 haben wir da ungefähr. Also 88, aber das ist mir zu riskant. Also von der Seite her wird das mit Sicherheit ein Kabinett bleiben. Und erst wenn er bei so 93 Grad Öxle bis 95 Grad Öxle der Saft hätte, dann würde er für mich erst der Spätlese gehen. Jetzt erklären Sie noch mal ganz genau, bitte, wie das mit der Öxle hat er was zu tun mit der. Mit der Dichtheit des Zuckers im Mostgewicht, oder? Ja, das ist also jetzt halt einfach diese Messeinheit, die wir jetzt halt eben vom Herrn Öxle übermittelt gekriegt haben, wie viel Zucker das im Wein ist, in Öxle, gelöst ist in Öxle eben. Ein Öxle sind ungefähr 2,2 Gramm Zucker. Also diesen auf 1000 Milliliter. Auf 1000 Milliliter. Ne, auf 1000 Milliliter. Also wir haben jetzt halt hier in dem Saft bei knappe 90 so um die 190 Gramm Zucker im Liter eben da in dem Traubensaft drinnen. Das ist eine Menge Sachen. Jetzt gibt es aber auch noch diesen Refraktometer. Kannst du uns da noch genau, den hole ich doch einmal her. Den habe ich nämlich jetzt halt ausgerechnet vorne liegen gelassen. Ja, dann holen wir den mal, weil das würde mich auch interessieren, wie das funktioniert. Also das ist jetzt der Refraktometer, sagst du, gell? Genau. Also ich kenne das Gerät. Erklär uns jetzt nochmal genau, wie das quasi funktioniert. Ich glaube, da geht es irgendwie, da wird das Licht gebrochen. Genau. Weil das sind einfach solche Messeinheiten jetzt, halt, was auf diesen Zuckergehalt eben abgestimmt sind. Und durch diese Lichtbrechung wird dann halt auf der Skala angezeigt, wie viel genau, das ist einfach Grad skaliert. Öxle. Genau. Genau. Wir gehen jetzt halt her, ein, zwei Tröpfchen da drauf, so.
Und jetzt halt langsam die Klappe zumachen. Und dann schauen wir mal rein. Und dann gucken wir mal, wie viel Grad Öxle wir jetzt da haben. Ja, auch scharf stellen. Ja, da sind wir bei knapp über 90. Ja, ne? Ja, wie wir es jetzt da auch sehen, da sind wir bei 91, 92. Und dann kommt es mit dem Refraktometer eben auch hin. Da sind wir jetzt bei 91, knapp über 90. Ja, knapp, das ist 91. Also, das passt super.